1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind 20 Minuten ungefähr hier im Radio, ganz unter uns, und dann schaltet sich das Fernsehen verspätet zu uns. Wir haben eine freie Themennacht. Das heißt, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann nur zu. Dann wählt die bekannte Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Die Gerlinde ist meine erste Anruferin heute Nacht. Hallo Gerlinde. Hallo Domian. Ja, guten Tag. Ich habe ein Problem. Nämlich? Mit meinem Sohn. Mhm. Der hat mir heute gebeichtet, dass er auf Jungs steht und nicht auf Mädchen. Ja, wie alt ist denn der Sohnemann? Der ist 16 geworden. Aha. Hast du vorher schon sowas geahnt? Ich habe immer irgendwas geahnt, weil er mehr mit Jungs zusammen ist als wie mit Mädchen jetzt, ne? Naja gut, das kann man mit 16, kann das ja auch noch sein, ne? Dass man noch mehr Kumpels hat und... Ja. Aber ja, nur da... er hat es mir heute Abend erzählt. Er ist auch viel im Internet und chattet. Ja. Und da hat er einen kennengelernt, der ist 21. Ja. Und der hat auch heute persönlich mit mir am Handy, also der hat auch bei meinem Sohn auf dem Handy angerufen und wollte mich persönlich sprechen. Aha. Der wollte jetzt am Wochenende kommen und sich vorstellen. Ja. Und da kam mir das schon ein bisschen komisch vor. Und da habe ich ihm auch gesagt, also dass er zu alt für meinen Sohn ist. Er ist 21 und mein Sohn 16. Mhm. Nee. Ja, das war aber, dieses Gespräch mit dem 21-Jährigen war aber noch bevor dein Sohn dir es offenbart hat. Genau. Mhm. Und das hat er nämlich heute Nacht erst gemacht. Ja. Wie hast du darauf reagiert? Ich weiß nicht, ich bin einfach eigentlich ganz locker geblieben. Ich habe da eigentlich keine Probleme mit. Ich habe gesagt, wenn das so ist, dann ist es so. Ja, das ist doch schon wunderbar. Also da würde ich noch mit klarkommen. Ich komme jetzt nur nicht mit dem Alter klar, weil er so. Ist jetzt natürlich traurig, weil ich ihn da nicht hinlasse. Der wohnt ganz in Bayern. Achso, ich verstehe. Jetzt das Problem ist gar nicht, dass der Sohnemann schwul ist, sondern dass der Sohnemann vielleicht jetzt einen älteren Freund haben würde. Wärst du genauso streng, wenn es ein Mädel wäre? Nein. Siehst du, da haben wir es. Das habe ich nur bei den Jungs. Ich weiß auch nicht, warum. Oder ich komme da nicht so richtig mit klar. Ich weiß es nicht. Ich meine, es wäre natürlich netter, wenn er jetzt einen 16-jährigen Freund hätte. Ja. Als denn einen 21-jährigen. Aber es sind immerhin ja auch nur 5 Jahre. Und wie gesagt, wenn ein 16-jähriges Mädchen einen 21-jährigen jungen Mann zum Freund hat, sagt man ja auch... Ach, ist okay, ne? Ja, ich habe ja zu ihm gesagt, ich habe ihn ja auch gefragt, ich sage, warum bist du nicht mit einem Mädchen, warum suchst du kein Mädchen? Na gut, das wissen wir jetzt. Er meint ja, er mag Mädchen ja auch ganz gerne, ja. So, er kommt mit Jungs besser klar und er, so wie er das sagt, wird er wohl bi eingestellt sein. Ja gut, in dem Alter ist das vielleicht auch noch nicht so ganz klar, aber es geht eine Richtung zu Männern hin. Ja. So, jetzt habe ich das gerade gar nicht verstanden. Der 21-Jährige wollte sich bei dir vorstellen, oder? Ja, der wollte jetzt zum Wochenende, wollte der kommen und sich bei mir vorstellen. Ja, das ist doch schon mal ganz okay. Lass dich darauf ein. Ja, ich weiß nicht. Ich komme da irgendwie nicht... Auch sein Stiefvater, der meinte, der ist zu alt für ihn. Ja, aber mit 16, glaube ich, kann man das vielleicht auch schon ein bisschen selbst entscheiden, was da zu alt ist und was nicht zu alt ist. Mhm. Wichtig finde ich, dass er dich mit einbezieht. Dass ja. dass du sogar diesen eventuellen Freund, da ist ja noch nichts gelaufen, ne? Mhm. Das ist ja erst in den Anfängen, dass er sogar forciert, dass dieser Mann sich bei dir vorstellt, das finde ich also wichtiger. Wenn du den vollkommen blöd findest, dann kannst du immer noch sagen, nee, pass mal auf, das ist aber jetzt nichts. Ich meine, ich habe ihn schon auf dem Foto gesehen im Internet. Ja gut, das heißt ja nichts. Ja, man muss ja aber man muss ja auch einen persönlichen Eindruck von jemandem haben. Ja, ich meine, so am Telefon hat er ganz nett geklungen, ne? Mhm. Und so wie mein Sohn sagt, wohnt er wohl auch alleine und seine Eltern würden wohl nicht mit ihm klarkommen und also mit seinen Eltern würde er wohl gar nicht mehr in Kontakt stehen. Ne? Ja. Jetzt weiß ich auch nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich darauf reagieren soll. Das kommt mir alles irgendwie so komisch vor. Ja. Es ist auch ein bisschen schnell und viel alles. Ja. Ne? Das war zu viel auf einmal, denn er hat mir heute auch zum Beispiel erzählt, er hat schon seinen ersten Sex mit einem Mädchen gehabt und den fand er überhaupt nicht schön, das wusste ich auch noch nie. Obwohl er mir normalerweise alles anvertrauen kann. Ja gut, aber man muss ja nicht alles an meinen Eltern erzählen. Nee. Hast du auch nicht gemacht früher. Nee, nee. Und er hat mir auch gleich gesagt, also mit einem Mädchen ist das nicht schön gewesen. Na, er fand das nicht schön. Sind wir schon einen Schritt weiter, was so die Identitätsfindung anbelangt. Ja, ja.
Er hat diesen Jungen erst nur im Internet durch Chatten kennengelernt. Ja, ja, die haben jeden Tag bald geschattet. Und also wie lange das erzählt? Wie lange schon, weißt du das? Bitte? Weißt du schon, wie lange die Kontakt haben miteinander? Nee, das weiß ich eben nicht. Da habe ich auch nicht nach weiter gehakt. Wenn der kommt von weit her, ne? Aus Bayern. Und du wohnst in? Bremen. Ach so, so weit. Ja. Wo würde der denn dann schlafen, wenn der kommt? Ja, frage ich mich auch. Ich weiß es nicht. Bei mir ist kein Platz. Nee, das muss ja auch gleich nicht sein. Nee. Also, ich würde an deiner Stelle erstmal sagen, okay, der kann ja mal vorbeikommen auf einen Kaffee, machst eine leckere Torte und dann plauscht ihr mal alle zusammen. Ja. Damit du einen Eindruck von dem Burschen kriegst. Ja. Der muss ja noch nicht bei dir im Haus wohnen. Das würde ich auch nicht machen. Ja. Und dann sollen die Dinge sich mal entwickeln. Ja. So schaffst du ja auch Vertrauen bei deinem Sohn. Wenn wenn du jetzt nur aufgrund des Altersunterschiedes sagst, komm nicht in die Tüte. Ja, nur was mache ich jetzt, wenn er will ihn ja auch mal mitnehmen zu sich nach Hause und ich denke schon am Wochenende, was sage ich dann? Nee, am Wochenende würde ich dem noch nicht zustimmen. Nee. Eins nach dem anderen. Erstmal kennenlernen und dann gucken wir weiter. Ja, denn sein Stiefvater hat heute nämlich zu ihm gesagt, man weiß ja nie, wir kennen ihn überhaupt noch nicht, man weiß nicht, was dabei rauskommt. Also ob das jetzt alles ehrlich ist, was er da sagt und ne. Ja, also er merkt es noch nicht, sein Stiefvater, ne? Dass mein Sohn jetzt nach Jungs rüber. Ach so. Nee. Du hast dem Stiefvater, deinem Partner das noch nicht erzählt? Nein. Der würde da auch gar nicht mit klarkommen. Also der kommt doch überhaupt nicht mit klar, wenn zwei Jungs. Verstehe. Deswegen, ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt drauf reagieren soll. Also umso wichtiger ist ja, dass dein Sohn mit dir gesprochen hat, ne? Dass da eine Vertrauensebene ist und die solltest du auch nicht erschüttern. Ja. Lass ihn sich vorstellen, der 21-Jährige soll kommen. Ja. Er wird aber nicht übernachten bei euch oder auf der Couch unten. Ist auch okay. Geht auch gar nicht. Okay. Und dann langsam angehen lassen und dein Sohn, Mensch, er ist 16 Jahre alt, der muss halt seine eigenen Erfahrungen machen. Du kannst ja nicht viel. Ich meine, für 16 sieht er auch schon viel älter aus. Also er ist sehr groß, ne? Ja. Und sieht auch älter aus schon. Und du kannst auch nicht wie eine Glucke auf ihm sitzen. Nee. Ne? Er muss ja seine eigenen Sachen da auch machen. Ja, und das ist eben mein Fehler. Ich bin eben wie so eine Glucke, ne? So. Und da wollen wir heute mal ein bisschen das Ganze lockern. Und du erlaubst ihm, dass der Bursche da aus Bayern kommen darf. Ja. Ja? Also soll er ruhig kommen. Ja, und du guckst ihn dir mit strengen Augen an, aber mit freundlichen Augen. Oh, das ist so ein komisches Gefühl. Ja, musst du dich erst dran gewöhnen, glaube ich. Alle haben so eine Freundin. Ja. Also, ich habe ja 5 Kinder, alle haben so eine Freundin oder einen Freund. Und einer ist dabei, der natürlich ganz außer Reihe getanzt ist. Ne? Macht aber nichts. Oh, nee. Hast ihn ja trotzdem genauso lieb wie vorher. Ja, klar. Naja, so. Deswegen würde ich ihn nicht zurückstoßen. Ja. Ne? Also, geh die Sache mal so mit Gelassenheit und dennoch mit Bedachtheit an und dann wird das laufen. Ja, ich habe ihn ja heute Abend auch gesagt, ich hätte es zwar lieber gehabt, wenn du eine Freundin gehabt hättest, aber wenn du nur mal auf Jungs stehst, dann kann ich auch nichts dran ändern. Genau, so ist es dann nun mal. Ne. Liebe Gerlinde, viel Glück euch allen und alles Gute. Ja, und Dankeschön für das Gespräch. Ja, alles Liebe, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, meine Telefonnummer. Die auch die Birgit gewählt hat. Und Birgit ist 21 Jahre alt. Hallo Birgit. Hallo Domian. Was ist denn dein Thema? Mein Thema ist, dass ich die Mutter meines Freundes dauernd in unsere Beziehung ist. Wie alt ist denn dein Freund? Mein Freund wird nächstes Jahr 30. Achso, ich dachte jetzt, dass der vielleicht 16 ist oder so. Nee. Nee. Der ist noch ein paar Tage älter. Der ist 30 und die Mutter von dem 30-Jährigen funkt da zwischen euch rein? Ja, die funkt genau zwischen uns ein. Also das ist so, wir wohnen genau gegenüber von ihr. Wer wohnt gegenüber von ihr? Wir. Also ihr, ihr wohnt zusammen schon? Ja, wir wohnen schon zusammen. Wie lange seid ihr zusammen? Ja, wir sind jetzt so 2 Jahre ungefähr zusammen. Ja, okay. Mhm. Ja, und das ist halt so, dass sie sich nur einmischt. Das heißt, wenn wir weggehen und wiederkommen, dann sagt sie, war doch viel zu lange weg. Und wir haben ja noch einen Sohn zusammen und wir können auch nicht so lange weg sein. Ach, ihr habt schon ein Kind zusammen? Ja, wir haben jetzt einen 7 Monate alten Sohn. Ja, und wer ist dann bei dem 7 Monate alten Sohn, wenn ihr beide weg seid? Wir nehmen den mit, spazieren und sowas, meine ich jetzt, und einkaufen und sowas. Ah ja. Mhm. Da guckt sie halt schon aus dem Fenster, wann kommt ihr, wann geht ihr. Mhm. Und in der Zeit nutzt sie das auch aus. Sie hat einen Schlüssel zu unserer Wohnung, für den Fall das, was sein sollte. Mhm. Geht sie natürlich dann rein, wenn wir nicht da sind, und schnüffelt in der Wohnung nach, ob es ordentlich ist und so. Ach so. Und bevor das Kind da war, war das auch schon so, dass sie immer geachtet hat, wann ihr weggeht und wann ihr wieder da seid? Das war auch schon, ja. Das war auch schon so. Weil das ist ja noch eine Nummer härter, finde ich. Wenn sie auf das Kind aufpasst, wenn das Kind bei sich hat, ist das natürlich klar, dass sie auch so ein bisschen auf die Zeit guckt. Nee, das war ja auch schon vorher. Das hatte ich mir sonst auch überlegt, aber es war auch schon vorher. Ja. Wie reagiert denn dein Freund darauf?
Also mein Freund, der hält wohl zu mir, aber der kann da auch nicht viel machen, weil also wenn er mit seiner Mutter spricht, dann sagt sie, ja gut, ich werde euch nicht mehr kontrollieren, es kommt nicht mehr vor. Ja. Das dauert anderthalb Wochen und dann geht das wieder los. Und hast du mit ihr deshalb schon Streit gehabt? Ja, wir haben jetzt zurzeit auch wieder richtig die Krise. Ah ja, das heißt, es gab, du hast auf den Tisch gehauen? Genau, ich habe dann irgendwann habe ich gesagt, jetzt reicht, wir wollen unser Leben leben, leb du dein Leben. Mhm. Und ich kann das auch nicht mehr aushalten. Ich meine, das leidet mir auf Seele stand runter. Gut, da musst du natürlich auch konsequent sein und dann darf sie auch nicht auf das Kind mehr aufpassen. Dann musst du da andere Organisationsformen finden. Das haben wir schon. Habt das schon? Haben wir schon alle geklärt. Ah, so. Das heißt, ihr seid jetzt auch gar nicht abhängig von ihr, wenn ihr mal was unternehmen wollt. Nein. Mhm. Ja, also bei diesen Geschichten, wenn die Eltern sich immer noch so sehr reinmischen, hilft letztendlich wirklich nur immer, finde ich, ein hartes Auftreten von beiden, aber hauptsächlich eben von dem leiblichen Kind. Jetzt wäre dann natürlich dein Freund da am Zuge. Mhm. Weil natürlich, du hast ja recht, sie soll ihr Leben leben, ihr eures und jeder respektiert den anderen und dann hat man auch ein gutes Auskommen miteinander. Ja, das denke ich auch. Das will man ja auch. Man will ja auch nicht im Streit sein mit den Eltern oder mit den Schwiegereltern. Aber da muss man den Eltern halt auch eine Grenze aufzeigen. Und das tun viele Jugendliche und junge Leute tun das nicht. Hängen die viel zu lange zu Hause rum, lassen sich auch betütteln von den Eltern oder von den Müttern und kriegen dann nicht so richtig eine klare Grenze gezogen. Eigentlich ist es hauptsächlich das Bier von deinem Freund. Der müsste da klar... Wie verhält sich denn der Schwiegervater? Mit dem kommen wir eigentlich ganz super klar. Der hält sich da auch eigentlich raus und wenn es dann soweit ist, dass wieder Stress ist mit der Mutter dann halt, dann sagt er auch doch mal ein paar Tönchen, dann ist sie dann für den Moment ruhig und dann geht's weiter. Mhm. Die aktuelle Krise, ist die so, dass Funkstille herrscht zwischen euch? Also zwischen mir und der Mutter herrscht im Moment Funkstille, ja. Und wie verhält sich jetzt dein Freund? Das ist für mein Freund ist in der Woche auswärts. Er war jetzt auch seit dem Stress nicht mehr drüben. Ach so, aber ihr habt mit Sicherheit telefoniert. Und du hast es deinem Freund erzählt. Ja, also klar, dass wir Funkstille haben, das weiß er ja. Und was sagt er dazu? Also er sagt auch, das soll man vielleicht jetzt erstmal ruhen lassen und das kommt dann wohl von ganz alleine wieder. Mhm. Aber ich will ja eigentlich gar nicht, dass es wiederkommt, weil das wird immer wieder so ausatmen. Na gut, so eine Position darfst du natürlich auch nicht haben. Ich will gar nicht, dass es wiederkommt. Hm. Es wäre schon gut, wenn es wiederkommt, aber eben in anderen Bahnen, dass sie euch eben in Ruhe lässt. Aber ist es ja nichts dagegen einzuwenden, wenn ihr ein gutes Verhältnis miteinander hättet? Ja, das, ich glaube, das tritt aber nicht ein. Da bist du schon so skeptisch? Ja, weil sie hat jetzt auch letzte Woche, sagte sie auch, sie hätte doch gerne die Vollmacht vom Bankkonto von meinem Freund, damit sie uns das Geld einteilen könnte. Ach, das glaube ich nicht. Und doch, das ist wirklich. Das ist ja ein Hammer, du. Das ist ja wirklich ein super Hammer. Und ich weiß gar nicht mehr, also wir wissen selber nicht mehr, was wir machen sollen. Ja, also wenn das jetzt so weit geht, da würde ich aber jetzt erstmal wirklich ganz strikt erstmal heftig auf Distanz gehen und fast Funkstille einkehren lassen, wirklich. Ja, das haben wir jetzt gerade vor. Ja, und jetzt ist entscheidend, ob dein Freund das mit durchzieht und ob sie dann, ob er das mit durchzieht und ob sie wach wird und kapiert, dass sie da viele Schritte zu weit gegangen ist. Das ist ja unglaublich, dass sie eine Vollmacht über den Sohn, das Konto von dem Sohn, der 30 Jahre alt ist, haben will, damit sie das Geld für euch einteilt. Mensch, ja, weil sie denkt halt, dass wir mit dem Geld nicht klarkommen, aber ich meine, wir sehen das, wir haben ein Haushaltsbuch, wir schreiben uns das auf, wir kommen super mit dem Geld klar, was uns zur Verfügung steht. Ja, und wenn ihr nicht klarkommt, dann ist das euer Problem und ihr fallt auf die Schnauze und dann müsst ihr rauslernen und dann hat sie sich auch immer noch rauszuhalten. Ich denke das auch, aber das ist ihr nicht klar zu machen. Das war, also wenn wir uns mit ihr gerade verstehen, dann ist es so, sie ist, hängt auch viel am Alkohol. Mhm. Und dann, wenn sie dann am Wochenende, wenn wir dann mal drüben sind, bei ihr dann halt, wo es dann gut lief, dann bis einem bestimmten Pegel, dann fängt sie an mit Problemen auf dem Tisch, wenn sie dann besoffen ist. Okay, also ich glaube im Moment habt ihr schon alles eingeleitet, was einzuleiten ist, nämlich erstmal alles kappen oder das meiste kappen und sich zurückziehen. Mehr kann man nicht machen. Dann wird die alte oder vielleicht gar nicht mehr so alte Dame vielleicht auch ein bisschen wach. Ja? Zieht das mal gut durch und du und dein Freund zusammen. Ja, das versuchen wir ja auch. Sie war ja auch schon von Anfang an, der Beziehung war sie ja schon gegen mich. Ja. Und wo sie dann halt mitbekommen hat, dass ich dann schwanger bin, ja, sagte sie dann nur, das war ja im Sommer jetzt letztes Jahr, sagte sie nur, ja, wie kriegt ihr denn das Geld zusammen für die Abtreibung? Ja. Also, zieht's durch,
Das ist alles übel, was ich ja höre. Erstmal Distanz und dann muss man weitersehen. Okay? Dann habe ich noch eine Frage an. Könnte ich vielleicht noch ein Autogramm von dir bekommen? Kannst du. Legst du auf und wir rufen dich nochmal an, okay? Wegen der Anschrift. Und dann hätte ich noch gerne vielleicht mit deiner Psychologin gesprochen, wenn das ging. Ja, gerne. Dann kannst du mit meinem Psychologen, der Peter, auch noch sprechen gleich. Okay? Wir rufen dich an. Tschüss. Gut, tschüss. Vanessa ist hier. Vanessa ist 33. Hallo, Vanessa. Hallo? Ja. Ja, hallo. Jetzt bin ich ganz aufgeregt. Ich bin erstmal durchgekommen jetzt. Vanessa, um was geht's? Und zwar habe ich ein Problem. Ich bin alleinerziehend mit Kind. Mhm. Das ist ja im Prinzip an sich so kein Problem. Mhm. Ich bin mit dem Vater halt eben schon seit 5 Jahren auseinander. Ja. Würde ihn allerdings ganz gerne wieder haben. Warum? Ja, warum? Das ist eigentlich eine gute Frage. Also das Schlimmste ist ja dran, er ist verheiratet. Ist um einiges älter als ich. Ja. Hat er geheiratet, nachdem ihr euch getrennt habt? Nee, der war vorher schon verheiratet. Der war vorher schon verheiratet. Hat mir das aber am Anfang gar nicht gesagt. Also hat sich auch erst ziemlich einige Jahre jünger gestellt. Ich habe das dann so peu à peu rausgekriegt durch Arbeit. Ach so, dann war das so eine Doppelbeziehung. Er war verheiratet und hatte mit dir die Beziehung. Genau, richtig. Mhm. Ich war aber nicht die Erste. Also ich war schon eine von mehreren. Und und dann bin ich schwanger geworden. Dann hat er mich damals vor die Alternative gestellt, Kind oder ich. Ja. Und dann habe ich ganz klar gesagt, das wäre für mich erledigt, das Kind würde kommen. Ja. Ja, und er ist auch noch bis vor 8 Monaten gekommen. Also die Kleine ist jetzt 5. Mhm. Und hat aber meiner Ansicht nach so im Nachhinein immer die Hoffnung gehabt, wenn ich zu ihr hinkomme, da läuft auch immer noch was. Ist da was gelaufen? Mhm. Aha. Ja, leider. Leider. Da hast du dich drauf eingelassen? Er hat gesagt, das Kind oder du? Ja. Und dann hast du dich für dein Kind entschieden, was sehr löblich ist. Ja. Aber dennoch hast du dann Kontakt weiter mit ihm gehabt. Ja. Ich bin einfach nicht von dem losgekommen. Was schon schlimm ist, ne? Der hat ja letztendlich gewollt, dass dein Kind getötet wird. Wenn man es mal erstmal ganz böse ausdrückt. Ja. Euer Kind, nicht dein Kind, euer Kind. Ja. Und wie verhält er sich dem Kind gegenüber? Also, bis vor 8 Monaten eigentlich ganz gut. Er ist immer alle 14 Tage gekommen. Mhm. Er hat eine ganz gute Regelung. Er hat sich auch drum gekümmert. Mhm. Und seit 8 Monaten kommt er gar nicht mehr. Mhm. Weil du? Ich habe so ein bisschen Druck beim Jugendamt gemacht, weil ich mehr Geld brauchte. Mhm. Also weil er mehr Unterhalt bezahlen sollte. Ja. Und die halt eben, er wollte weniger bezahlen, hat etwas beim Jugendamt nicht angegeben, was er hat an Immobilien. Und die sind dahinter gekommen. Mhm. Ja, und seitdem brauche ich bei ihm auch nicht mehr anzurufen, hat er gesagt. Und ich finde, du solltest bei dem auch nicht mehr anrufen. Ich finde, das Thema ist vorbei, das ist vom Tisch. Schon schlimm genug, dass du mit dem noch Kontakt hattest, nachdem er quasi dich vor die Alternative gestellt hat, Kind oder Sex. Oder, ne? Und jetzt, wie er sich jetzt aufspielt, klingt das ja nun wirklich alles andere als ein loyaler, liebender Mann oder Vater. Der will Sex von dir. Und das ist ihm jetzt alles zu kompliziert und nun hat er sich zurückgezogen. Also ich sag dir das von außen, Vanessa, wie du es mir jetzt erklärt hast. Mhm. Von außen klingt das spontan und ganz klar so, weg, Finger weg, sei froh, dass er sich nicht mehr meldet. Ja, das ist natürlich nur traurig. Ja, natürlich ist es traurig. Es ist auch schlimm für dich, weil wenn man so lange mit jemandem verbunden ist, wischt man das auch nicht so schnell vom Tisch. Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, wie kompliziert das wiederum für dich und deine Psyche ist. Aber das solltest du dir als Ziel setzen, Alles andere funktioniert sowieso nicht. Wenn es hätte funktionieren sollen, wäre das schon alles passiert. Ich sage mir ja auch immer wieder, ich darf mit ihm keinen Kontakt haben. Ich rufe ihn dann auch nicht mehr an. Mhm. Aber dann habe ich teilweise solche Abende, dann... Musst du tapfer sein, musst du zäh sein. Und dann musst du zäh sein. Und dann musst du nochmal zäh sein. Und das ist verdammt hart. Aber nur so geht es. Nur so geht es. Da gibt es auch keinen Tipp von außen, wie man das schafft. Du musst es einfach dann nicht tun. Ruf eine Freundin an, weil die einen sagt, ich stehe wieder kurz davor, den anzurufen, halt mich davon ab oder irgend so ein Trick. Mhm. Aber weg, nur weg von dem. Weg, 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 weg. Nur ich verstehe gar nicht, warum der dann zwischendurch mal immer gekommen ist und ist sich egal. Um die Kleine gekümmert hat und jetzt auf einmal gar nicht mehr. Ja, das ist jetzt auch müßig, darüber nachzudenken. Das spricht sehr für ihn, dass, wie er sich jetzt verhält und was er vorher auch gesagt hat. Mhm. Und was mache ich jetzt mit der Kleinen? Die fragt natürlich immer, ne? Ja, das ist natürlich wirklich kompliziert. Da würde ich gerne, dass mein Psychologe mit dir da ein paar ratschlagende Worte wechselt. Ja, das wäre ich ganz dankbar. Ja, das finde ich auch wichtig, dass man das richtig löst mit dem Kind. Ja, weil es ist natürlich, sie fragt jetzt immer, wann kommt mein Papa wieder, warum kommt der nicht mehr? Sie sieht jetzt andere Kinder, andere Väter an den Kindergärten, klar. Sie versteht das nicht und ich würde natürlich jetzt auch nicht da einweihen. Verstehe. Okay. Dann leg du mal auf. Ja. Und der Peter, mein Psychologe, ruft dich an und könnt dann mal gemeinsam bekakeln, wie man das am klügsten mit der Kleinen macht.
Ja. Okay, danke schön, Dorian. Alles Gute, Vanessa. Weiter. Dankeschön, tschüss. Ja, mach's gut, tschüss. So, ihr Lieben, jetzt machen wir ein paar Takte Musik und dann schaltet sich das Fernsehen dazu. Meine lieben Fernsehzuschauer, ich begrüße euch auch ganz herzlich bei Domian, beim 1Live-Talk-Radio. Entschuldigung, es ist ziemlich spät geworden heute Nacht, aber das passiert nun mal. Gut, dass ihr da seid, schön, dass ihr da seid. Wir haben hier im Radio schon angefangen mit einer freien Themennacht, mit einem offenen Themenabend. Also, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, über was auch immer, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder unter domian@wdr.de. Verbunden bin ich jetzt mit Bernhard und Bernhard ist 40 Jahre alt. Hallo Bernhard. Ja, hallo Domian. Hallo Bernhard. Dein Thema. Ja, tja, mein Thema ist eigentlich BDSM. BDSM? Ja, richtig. BDSM. Ja. Was ist das? Bondage Sadomaso. Ja, ich ahne ja schon, was es ist. Übersetz es mal für die Leute, die sich nicht ganz so auskennen in dem Metier. Ja, also ich mag es, Frauen zu fesseln. Ja, mit was? Das ist eigentlich ziemlich egal. Ja, mit Seilen oder mit Lederriemen oder sowas. Mit Leder, mit Ketten, mit Nylon, mit Tape, mit... Ja. Selbst mit Frischhaltefolie, mit... Also alles, was mit was man fesseln kann. Ganz genau. Ja. Und weiter? Ja, weiter. Mein Problem ist ganz einfach... Also BDSM heißt Bondage und SM, dann SM heißt SM. Das heißt, die gefesselten Frauen sollen dann... Eigentlich dieses SM, das stört mich ein bisschen. Ach so. Ja, das stört mich ein bisschen, weil... SM hat ja was mit Schmerzen irgendwie zu tun. Also du magst, wenn die Mädels schön gefesselt nackt vor dir liegen? Ja, ganz genau. So muss man es ausdrücken. Ja, ganz genau. So, die sollen auch nackt sein? Muss nicht unbedingt sein, nein. Aber auch nicht, die sollen auch nicht im Pelzmantel gefesselt vor dir liegen? Nein, im Pelzmantel nicht unbedingt, aber irgendwie, ich kann mir schon vorstellen. Im Negligé oder Strapse, ja genau. Genau, irgend sowas. Und dann, was passiert dann? Dann sind die also gefesselt und liegen da auf deinem Bett. Was passiert dann? Ja, es kommt ganz drauf an, was diese Mädels dann halt haben wollen. Das liegt ja nicht an mir unbedingt. Ja, das ist sowieso klar, dass das ein Geben und Nehmen ist, so wie das vorher besprochen ist. Ne? Ganz genau. Ja. Aber auf was läuft es denn so in der Regel dann hinaus? Dass es dann zum Sex kommt? Das läuft schon auf Sex hinaus, aber mein Problem ist genau dieses ganze Thema schlechthin. Mhm. Weil ich bin irgendwann mal... Das war im zarten Alter von 27, heute bin ich fast 41, ja. Bin ich drauf gekommen, ja. Durch eine Freundin. Die hat gesagt, fessel mich, Alter, fessel mich. Nein, ganz anders. Die hat mich ganz einfach angerufen und gesagt, ich habe mich gefesselt. Befrei mich. Ehrlich? Ja. Aber das hat die schon mit sexuellem Hintergrund gemacht. Ja, klar, sicher. Wer hat schon ein Telefon in der Hand, wenn er gefesselt ist, ne? Ja. Das habe ich damals bloß nicht so ganz gerafft. So, und dann bist du da hingefahren? Ich bin panikerfüllt hingefahren. Nee, ich habe gedacht, ihr Ex-Freund irgendwie hat da irgendein Ding gedreht, von dem sie auch ein bisschen Angst gehabt hat. Und was fandst du dann vor? Wie sah das da aus, als du reinkamst? Ja, das sah recht toll aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie bist du denn überhaupt in die Wohnung gekommen, wenn sie gefesselt war? Wie konnte sie aufmachen? Die Wohnung war offen. Die Tür stand einen Spalt weit auf. Ah, sehr geschickt eingefädelt alles. Ja. Möchte ich auch so sagen. So, dann war sie... Aber das hat mich ehrlich gesagt, ich bin da einfach rein und ich habe da gar nicht drauf geachtet. Ja. Ich habe Angst um sie gehabt irgendwie. Ja. Und wann kippte denn bei dir, dass du merktest, das ist jetzt gar nichts Ernstes, sondern hier geht's um Sex?
als ich sie da gesehen habe. Also ganz einfach. Und das da war es irgendwie schon. Warst du auch entzündet innerlich? Ja, ganz genau. Und darum geht es eben. Ja. Dieses Entzündetsein, weil irgendwie nach diesem Entzündetsein habe ich so ziemlich alles in Frage gestellt, was danach gekommen ist und was auch davor gewesen ist. Verstehe ich nicht. Warum? Ja, doch, man kann doch mit 27 irgendeine neue sexuelle Art entdecken und dadurch. Das denkt man vielleicht, aber man findet garantiert nicht so eine Frau wie diese Frau, die ich da eben kennengelernt habe. Mit der habe ich ja immerhin eine Beziehung von 3 Jahren gehabt. Ach so. Das heißt, dir fehlen die Partnerinnen. Wir haben so ziemlich alles gemacht, was man irgendwie in diesem Themenbereich überhaupt nur abziehen kann. 3 Jahre Beziehung, da warst du dann mal gut 30 und seitdem ist nichts mehr gelaufen diesbezüglich? Nein, diesbezüglich nicht irgendwie. Aber es gibt doch ganz viele Leute, die Frauen als ganz normale Beziehung ansehen, das ist wahrscheinlich gelaufen, aber das ging auch alles nur, weil diese Frauen wahrscheinlich irgendwie ziemlich an mir gehangen haben oder ich an denen, ich weiß es nicht. Also du hast Beziehungen gehabt, aber in diesen Beziehungen ist diese Sexualität nicht praktiziert worden? Nein, überhaupt nicht. Mhm. Ich bin sogar beschimpft worden, als ich dann hinterher sowas mal diesbezüglich geäußert habe. Und deswegen frage ich mich irgendwie mittlerweile, ob ich ein gemeingefährlicher Irrer oder Perverser bin oder sonst was. Glaube ich nicht, sage ich mal so ganz schnell. Ja, das ist ja auch das, was ich im Internet gelernt habe. Ich meine, ich bin ja ein Computerfreak. Also das wollte ich gerade sagen, wenn man im Internet ein bisschen rumguckt, Bondage und sowas, das liest ja in jeder Ecke. Also hat man den Eindruck, jeder Zweite lässt sich fesseln und... Ja, eben drum. Aber ich habe ehrlich gesagt solche Leute noch nicht kennengelernt. Hast du es denn versucht? Seit dieser Frau sind es immerhin 4 Beziehungen, die ich geführt habe, über 8 Jahre. Und ich muss sagen, ich bin frustrierter und frustrierter geworden. Ja gut, aber so rein sexuell... Komme ich nicht auf meine Kosten. Ja, das verstehe ich nicht. Hast du es denn schon versucht, in die gewissen Foren reinzugehen im Internet und da Kontakte zu knüpfen? Ja, schon, aber ehrlich gesagt, ich bin da immer auf irgendwelche Typen gestoßen. Ja, da musst du ein bisschen ausdauernder sein. Also das glaube ich nicht, dass du da keine Frauen findest, die nicht auch so gestrickt sind. Glaube ich einfach nicht. Dass es sehr schwierig ist, eine Frau zu finden, die so gestrickt ist und dass du dich in die auch noch verliebst. Das glaube ich schon. Das ist ein Problem. Ja, aber für die reine Sexgeschichte, ach, du sagst das so irgendwie. Das hat mich wirklich beeindruckt. Ich weiß überhaupt nicht irgendwie, das alles danach irgendwie, das war einfach nur Lusch. Du warst mit wie vielen Frauen jetzt seit deinem 30. Lebensjahr zusammen in einer Beziehung? Mit Reihen, sagst du gerade. Ja. Mit Reihen. Ja. Und die gingen dann auch über mehrere Jahre, die Beziehung. Ja, klar, sicher. Waren das Liebesbeziehungen? Was? Waren das Liebesbeziehungen? Ja, anscheinend. Wie anscheinend? Hast du die Frauen geliebt? Ich habe die gemocht, ja, aber... Was heißt gemocht? Hast du sie geliebt? Irgendwie, hast du sie geliebt? Ja, aber bettmäßig hat das nicht geklappt. Mhm. Das war das Problem. Mhm. Das heißt, du bist in den letzten 10 Jahren eigentlich sexuell sehr frustriert, weil du... Sehr. Sehr. Ja. Du hast mit denen normalen Sex gehabt, Blümchensex. Normalen, aber das... Aber das ist nicht dein Ding. Das ist auch dein Ding vielleicht, aber das andere muss dazukommen, oder wie? Ja, aber das eben genau, das war es nicht. Das war es einfach nicht. Ja. Die haben sich irgendwie... Die haben Licht ausgemacht und Bettdecke und dumm gelaufen, würde ich sagen. Und Pech gehabt. Ja. Aber du bist ja immer noch im zarten Alter von 40. Zarten Alter von 40, ja, mein Gott. Da ist ja die Sache noch nicht abgeschlossen und es ist ja noch nichts gelaufen, endgültig. Ja. Jetzt musst du halt dran an den Speck und musst suchen und suchen und suchen. Du wirst schon eine Frau finden. Wenn auch nicht gleich die Liebe. Das, wie gesagt, das glaube ich auch, dass das schwierig ist. Aber eine sexuelle Geschichte findest du. Ja, ich hoffe das wirklich sehr. Ja, da bin ich ganz sicher und möchte dich auch animieren, da weiter zu suchen, wenn es dein Ding ist. Und wenn du erstmal vielleicht so in diese Szene eingetaucht bist, vielleicht findest du da auch tolle Frauen, in die du dich verknallen kannst. Ja, das Ding. Oder geh dir mal in einen Club. Dass mir das Gefühl irgendwie beigebracht worden ist, dass ich ein Irrer bin oder ein Perverser oder was weiß ich. Von den Frauen. Ich weiß nicht, was ich von mir denken soll. Bin ich wirklich ein Also das haben die letzten Frauen haben dir das so gespiegelt. Ja, die haben mir das tatsächlich so gesagt, dass mir wurden sogar Prügel angeboten von den Leuten. Also ich kann dir so sagen, aufgrund dessen, was du gerade erzählt hast, halte ich das nicht für pervers. Ich glaube, dass ganz viele Leute so gestrickt sind. Und wenn du eine Partnerin suchst, die das auch mag, ist da ja nur überhaupt gar nichts gegen einzuwenden. Da würde ich mich jetzt nicht verrückt machen lassen, sondern einfach nach vorne gucken und nicht nach hinten. Und nach vorne gucken heißt Baggern. Ich guck sowieso nicht nach hinten irgendwie. Ich lasse mich sowieso nicht von irgendwelchen Leuten verprügeln. Das ist das eine irgendwie. Nein, aber du lässt dich verunsichern. Du bist ja ganz verunsichert. Und das muss dann jetzt auch ein Ende haben. Das stimmt tatsächlich. Ich bin wirklich verunsichert, weil ich nicht mehr weiß irgendwie, sie nennen mich einfach einen Spinner oder pervers oder sonst was. Also ich sage nicht Spinner zu dir.
Ich sage auch nicht zu dir, dass du nicht pervers bist. Ich finde, dass du bist wahrscheinlich gestrickt wie ein bestimmter Prozentsatz der Bevölkerung. Und in diesem Sinne, agiere, tu etwas und hol dir deinen Sex, so wie du ihn gerne haben möchtest. Und da wünsche ich dir viel Glück bei. Ja, das... Mein Lieber. Das finde ich toll. Und ran, da, am Ball bleiben, ne? Ja. Alles Gute. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg mit deiner Sendung. Dankeschön. Ich höre dich fast alle 2-3 Tage. Mhm. Und ich bedanke mich vor allen Dingen im Namen der vielen Leute, denen du schon weitergeholfen hast. Das ist sehr lieb von dir, Bernhard. Alles Gute und toll, toll, toll wünsche ich dir. Okay, besten Dank. Tschüss. Jo, tschüss. So, ihr Lieben, heute haben wir, wie ihr merkt, eine freie Themennacht. Morgen allerdings haben wir ein Thema. Und das Thema morgen heißt plötzlicher Tod. Ich möchte gerne mit euch sprechen, die ihr schon konfrontiert worden seid mit plötzlichem Tod. Sei es Krankheiten, seien es Unfälle, vielleicht aber auch ein plötzlicher Tod in einer weitläufigen Verwandtschaft, der euch wiederum vielleicht eine große Erbschaft gebracht hat. Von der ihr nichts geahnt habt. Oder eine große Erbschaft von jemandem, auch aus dem näheren Umfeld, der plötzlich gestorben ist. Und das dann eine Folge des plötzlichen Todes war. Also das Thema morgen heißt plötzlicher Tod. Und wenn ihr mir da was erzählen wollt zu, dann könnt ihr euch heute auch schon anmelden per E-Mail unter domian@wdr.de. Weiter geht es mit Melanie. Und Melanie ist 28 Jahre. Hallo Melanie. Melanie, guten Morgen. Hallo? Hallo. Ich höre nur Stöhnen. Melanie, 28 Jahre, frage ich jetzt zum letzten Mal. Hallo? Hallo? Dann nehmen wir mal die stöhnende Melanie weg. Klang auch wie ein Mann, der stöhnte. Ne? Ramona. Ramona ist hier und Ramona ist 20. Hallo. Hallo, Domian. Du stöhnst nicht, das ist schön. Das klang ja richtig gruselig gerade. Ja. Ramona. Ja. Süße 20. Ja. Ist so, ne? Ja. Und weswegen hast du angerufen? Ja, ich habe ein Problem mit Männern. Ach, das glaube ich nicht. Doch. Echt? Das stimmt, ja. Erzähl mal, inwiefern? Ja, ich habe in den letzten 14 Monaten mit 35 Männern was gehabt. Mit 35 Männern? Ja. In den letzten 14 Monaten? Ja. Ist schon heftig, ne? Ja, ist schon heftig, das stimmt. Es waren, also 35 ganz unterschiedliche Männer. Du hast nicht mit einem mehrfach was gehabt. Ja, ich hatte auch zwischendurch lange Affären, aber auch One-Night-Stands. In diesen letzten 14 Monaten? In den letzten 14 Monaten, ja. Und während du Affären hattest, hattest du auch One-Night-Stands? War das alles gemischt? Ja. Ah, ja, genau. Also alles Kuddelmuddel? Ja. Und die Jungs wussten nichts voneinander? Aber du warst... Also manche wussten voneinander, also, aber das hat sich nie einer mit... Aber du warst nicht, um das mal klarzustellen, richtig mit jemandem zusammen in den letzten 14 Monaten? Nein, obwohl ich es mir gewünscht habe, gut, mit jemandem zusammen zu sein. Ja, aber dann ist ja schon mal, ist das ja schon mal etwas mehr im grünen Bereich, dass du jetzt ja auch nicht permanent jemandem ganz schlimm fremdgegangen bist. Das ist nicht der Fall. Nee, im Gegenteil, die Männer sind ja mit mir fremdgegangen. Auch. Ach so, die waren in Beziehungen, meinst du? Ja, also der überwiegende Teil war in Beziehungen, ja. Wie kommt denn jetzt gerade die Zeitrechnung in den letzten 14 Monaten? Was war denn vor den 14 Monaten? Ja, also ich habe letztes Jahr im September eine 3-monatige Beziehung beendet. Mhm. Anfang September, ja, und danach ist es dann... Na gut, aber drei Monate ist ja nun auch nicht so der Hammer. Was war denn vor diesen 3 Monaten? Ja, davor war ich erstmal solo und dann hatte ich, also ich hatte zwischendurch auch ein paar Beziehungen, aber ich weiß nicht, ob man das Beziehungen nennen kann, es waren ein paar Wochen oder so. Ja. Meine längste Beziehung war 9 Monate. Na, immerhin, ne? Ja, es ging nicht. Ging so. Ging so. Wie alt warst du da, als diese lange Beziehung lief? 16. 16. Und da bist du treu gewesen in diesen 9 Monaten? Ja, aber eher nicht. Ja, nicht. Na gut, das ist ja, aber du warst treu. Ja, ich bin in Beziehungen immer treu, aber ich bin solo, also von daher. Ja. Nun könnte man ja sagen, naja, ist vielleicht ein bisschen, ist krass, die Zahl ist viel, aber die Ramona tobt sich halt aus im Moment, die ist erst 20. Lassen wir sie mal. Könnte man ja so sehen, aber irgendwie bist du ja auch nicht ganz glücklich mit der Situation, ne? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Was wäre dein Wunsch? Mein Wunsch wäre es, erstmal One-Night-Stands und so sein zu lassen und eine feste Beziehung eingehen zu können. Ja. Wenn du One-Night-Stands hast, machst du das
richtig mit Lust und Laune oder machst du es halt irgendwie so? Ja, zur Befriedigung, ne? Also da ist schon eine gewisse sexuelle Lust ist schon dabei. Ja, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, der war super oder so, ne? Warum machst du es denn dann, wenn es nicht so der Hammerreißer für dich ist? Ja, ich glaube, das hat damit zu tun, weil ich nie richtig Liebe erfahren habe. Nein, nur langsam. Ja, und nein, echt. Oder beziehst du es auf ganz früher auch, so kindheitsmäßig, ja, Eltern? Ja, genau. Ich beziehe es auf die ganze Vergangenheit allgemein. Ja. Und ich glaube, dass ich mir das, was ich von den Männern bekomme, mit denen ich was habe, dass ich da die Liebe erfahre in diesem Moment, wo ich mit denen was habe. Und das ist natürlich der ganz große Trugschluss, ne? Dass man sich das vorgaukelt, weil das ist natürlich überhaupt, das hat überhaupt nichts mit Liebe zu tun. Und wenn man sich das wiederum hinterher vor Augen hält, wird man frustriert dadurch. Ja, und das weiß ich, aber wie schon gesagt, in dem paar Stunden oder paar Minuten, wo ich das mit den Männern mache, dann denke ich, oh Gott, die haben mich lieb. Ja. Und danach fühle ich mich total dreckig. Aber ich meine ja, Ramona, das ist ja schon mal ein ganz guter Schritt, dass du das selbst so analysierst, dass du selbst sagst, ich bilde mir das ein, die haben mich da lieb. Eigentlich weißt du selbst ja auch, dass die dich nicht lieb haben. Ja. Das finde ich schon mal einen ganz guten Schritt, dass du das durchschaust bei dir, dass du dir das selbst so vormachst. Das sollte das Ganze vielleicht ein bisschen vereinfachen, dass du einfach einen Gang runterschaltest, dass du einfach versuchst, öfter Nein zu sagen, dich nicht öfter darauf einzulassen, wissend, dass es hinterher ein übles Gefühl hat und einen schlechten Nachgeschmack. Ja, ich weiß. Ich hab auch super oft schon versucht, in den letzten Monaten einen Schlussstrich zu ziehen, aber irgendwie hat es nicht so ganz geklappt. Dann musst du es weiter versuchen. Es ist einfach eine Frage dann der Ausdauer, der Disziplin und sich das immer wieder... Oder du hast noch nicht genügend üble Nachgeschmäcker erlebt, dass es noch nicht reicht. Aber ich glaube, das hast du schon erlebt, ne? Oh doch, ja. Ja, das glaube ich auch, ja. Und dass du einfach, ich meine, du kannst ja ganz gelassen sein, du bist erst 20 Jahre alt, dass du dann in Ruhe suchst nach einem Typ und mit dem auch nicht gleich in die Kiste gehst. Das finde ich mal ganz wichtig, dass man nicht gleich beim ersten Mal oder bei den ersten Malen gleich Sex miteinander hat, sondern dass man erstmal sich kennenlernt, sich aufeinander einlässt und dann sieht man auch, wie ernst der andere das meint und so weiter. Dass du dich da auch einfach trainierst, dich auf jemanden einzulassen. Sonst läuft das immer so in dem gleichen Ritual ab und hinterher stehst du da traurig und alleine und die Männer sind weg. Ja, stimmt schon, aber ich finde es auch ziemlich schwierig. Also, wie schon gesagt, ich habe mir jetzt diese Lebensart seit 14 Monaten angeeignet. Und ja. Aber so lange ist es auch noch nicht. Da kann man noch eine Bremse ziehen. Wenn das jetzt schon jahrelang so laufen würde, dann könnte ich das verstehen, dann wäre das schlimmer. Aber so schaffst du das auch alleine, indem du dir das nochmal richtig vor Augen hältst, was wir gerade besprochen haben. Und dass du einfach jedes Mal, wenn du Nein sagst, ist es ein kleiner Sieg. Und wenn es dann ab und zu passiert, okay, dann passiert es halt, aber einfach, dass es nach und nach reduzierst, das Ganze. Ja. Alles Liebe, alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Meine Lieben, der dient der Hinweis auf unseren Samstag diese Woche. Diese Woche Samstag Promi-Talk bei mir zu Gast Ralf Morgenstern. Ralf Morgenstern, der große Klatschprofi der Nation und Moderator der ZDF-Sendung Blond am Freitag, wird mein Gast sein am Samstag um 23.45 Uhr. Und ihr könnt mitklatschen und ihr könnt anrufen und den Ralf Morgenstern auch Dinge fragen, die ihr ihn immer schon mal fragen wolltet. Ihr könnt euch anmelden schon für Samstag unter domian@wdr.de. Ich bin ganz gespannt auf ihn, denn er hat in seiner Sendung jetzt diese Woche Freitag im ZDF ist Desiree Nick zu Gast. Und da wird es sicher hoch hergehen und es wird sicher sehr viel besprochen werden, dass er uns dann auch wiederum erzählen kann am Samstag in unserer Sendung. So, Kai, 22 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Kai. Hallo, Domian. Was ist dein Thema? Warum rufst du an? Mein Thema ist, dass ich verheiratet bin, ja. Familienvater bin, ja. Bisexuelle Neigungen habe, aber meine Ehefrau das nicht weiß. Bisexuelle Neigungen hast? Mhm. Ja. Schon das früheste Jugendalter angesehen. Ja. Lass mich noch ein paar Fakten fragen. Wie lange bist du verheiratet? 3,5 Jahre. Ja. Und das Kind ist wie alt? 7 Monate. Ja. Und wann hattest du deinen ersten Kontakt mit einem Mann? Mit 11. Mit 11.
Also das ist ja noch, könnte man ja abbuchen unter so kindlich frühpubertären Erfahrungen, ne? Hatte ich eigentlich auch so gedacht erst, und dann, weil ich sag mal so, die letzten sexuellen Erfahrungen mit Männern war, bevor ich meine jetzige Frau kennengelernt hatte. Mhm. Nur, wenn ich jetzt halt mit meiner Frau schlafe, dann ist halt, ich sag mal, von 10 mal, 6 mal, dass ich am Mann denke. Achso, also die ganze Zeit, während du mit deiner Frau, jetzigen Frau zusammen bist, bist du ihr nicht fremd gegangen. Weder mit einem Mann noch mit einer Frau. Genau. Es passiert, es läuft alles im Kopf ab. Genau. Mhm. Vorher, bevor du deine Frau kennengelernt hast, wie oft hattest du da sexuellen Kontakt mit Männern? Mehr mit Männern als mit Frauen. Mehr mit Männern als mit Frauen. Mhm. Und wie kam es dann, dass du dich dann auf den so engen Kontakt mit deiner Freundin, späteren Frau, eingelassen hast? Das kann ich so gar nicht beantworten. Ich meine, ich war damals in der Zwickmühle, ich habe so eine relativ schwierige Kindheit hinter mir mit Heim, Internat und sowas. Ja. Und ich denke mal, da war es halt, dass ich mich einfach verliebt habe und dass es dann halt einfach so irgendwann halt gekommen ist. Ja. Ich dann einfach gesagt habe, okay, das lasse, ja. Du hast deine homosexuellen Spielereien gemacht, das ist halt diese Kindheit, ist diese Pubertiererei. Ja. Und irgendwie ist es vielleicht doch nichts für dich. Hast du dich damals wirklich in deine Frau verliebt? Ich denke schon, ja. Liebst du sie heute auch noch? Ja. Wirklich? Liebe an sich selber, ja, ist dann nur die sexuelle Schiene halt wieder. Ich habe nicht verstanden. Lieben an sich, ja, ist dann nur die sexuelle Schiene halt. Das heißt, du begehrst sie eigentlich nicht mehr? Körperlich nicht. Mhm. Wenn du jetzt nicht in der Situation der Ehe wärst, hättest du kein Interesse, mit ihr zu schlafen? Nicht immer. Ganz also immer. Wie gesagt, sie ist halt nicht nur rein homosexuell, sondern ist halt, wie gesagt, von 10 Mal, dass ich halt 6 Mal dann halt doch an Männern denke und so. Ich meine, es ist halt, durch die Spielereien, die man im Bett macht, ist halt dabei so weit gekommen, dass die Dildo-Spiele gegenseitig sind. Mhm. Ne? Mhm. Aber das ist dann halt auch auf einer anderen Basis, nicht so wegen, dass ich ein Dildo hingestellt habe, jetzt machst du mal bei mir, hat auch sie hinten darin gedrückt. Mhm. Und wenn das natürlich ist, dann denke ich natürlich nicht gerade, dass meine Frau dann bei mir beschäftigt ist. Ja. Okay? Gehst du oft ins Internet? Oder? Ich habe kein Internet. Oder gehst du in Pornokinos? Auch nicht. Auch nicht. Ist halt reinweg Fantasie. Reine Fantasie. Kaufst du auch keine Pornheftchen oder irgendwas? Das hin und wieder mal, aber ich habe ja nichts, wo ich die hin tun kann. Deswegen muss ich danach immer wieder weg. Deswegen kann ich nicht sagen, ich kaufe jetzt ein Pornheftchen und lese ich mir morgen nochmal durch oder so, gell? Gehe ich so richtig in meinem Gefühl, was ich so merke bei dir, dass du sexuell sehr, sehr unzufrieden bist und du gerne was anderes machen würdest wollen? Ja. Mhm. Aber bisher tapfer deiner Frau treu geblieben bist. Genau. Aber du Angst hast, dass es bald nicht mehr sein kannst. Genau. Mhm. Ich meine, meine Frau, als ich sie kennengelernt habe, war sie, was für sexueller Basis angeht, relativ Neuland bei ihr. Sie kannte halt nur 2 Stellungen und mehr kannte sie gar nicht. Und oral und so weiter, um Gottes Willen. Ich meine, ich habe schon viel rausgeholt halt. Ne? Ja. Ist halt einfach ausgeschöpft und in diesem Bereich und sowas. Ahnt deine Frau etwas oder weiß sie das gar, dass du früher mit Männern Kontakt hattest? Nein. Hattest du dich früher mal auch in einen Typ verliebt oder war das immer rein sexuell? Nein, ich habe mich auch verliebt. Ich hatte mit dem eine Beziehung 1,5 Jahre lang. Ah ja, ach so. Und den habe ich jetzt sogar noch Sachen zu Hause. Nur der waren halt auch noch witzig mit meiner Frau zusammengezogen, dann waren auch die Briefe und die typischen Liebeleien, Liebesbriefe und sowas waren halt auch schon mit bei. Mhm. Die habe ich dann als wir zusammengezogen, sind natürlich vernichtet, aber halt ich habe noch Fotos von dem und eine Hose und Unterhose und Socken und T-Shirt und das habe ich halt alle noch. Aber kein Kontakt, mit ihm? Nein. Mhm. Wir haben uns halt damals, wie gesagt, war Internatzeit gewesen. Mhm. Dann musste ich wieder wegziehen und er ist dann auch wieder zurück zu seiner Heimat. Denkst du, wenn du Sex mit deiner Frau hast, denkst du an ihn konkret? Oder an ihn? Nicht generell an Männer, sondern an ihn? Nee, auch generell an Männern, aber da kann ich wieder sagen, 99% welcher Männer denken dann an ihn. Mhm. Komplizierte Situation, in der du da steckst. Verheiratet, kleines Kind. Du sagst, deine Frau schätzt du und so auf freundschaftlicher Ebene würde es gut laufen, aber sexuell eigentlich nicht mehr. Sexuell ganz andere Sehnsucht. Das klingt alles nicht gut und klingt alles sehr kompliziert. Zu dir kommt, dass ich zurzeit eine berufliche Umschulung an einen anderen Zweig eingeschlagen habe. Das heißt, ich arbeite zurzeit tagsüber oder auch nachts zwischen 12 und 14 Stunden am Tag. Was machst du vom Beruf? LKW-Fahrer. LKW-Fahrer. Mhm. Und
das heißt, wenn man so auf dem Box sitzt, hat man die Gedanken, die kann man nicht irgendwie abspielen. Ja, ist klar, ist klar. Hast du in Gedanken, ich meine, man kann ja alles durchspielen, schon sowas überlegt, eventuell sogar aus der Beziehung rauszugehen und dein Leben zu leben? Gedanklich, ja. Gerade eben noch, weil bei der letzten Firma, wo ich war, der Lagerarbeiter, wir haben es halt gestern angefangen, auch in diesem Thema mal so leicht angeredet. Mhm. Und so, was er dann erzählte, was bei ihm so zur Anbruch ist, der war früher verheiratet, lebt jetzt, so wie er sagt, er war, ist halt immer noch arbeitsmäßig, die Freundschaft mich unterhalten, gell? Lebt er in der WG, Anführungsstrichen, mit einem Mann. Und die wollen diese WG weiter ausführen. Ja, also hast du gleich große Ohren bekommen, hast gedacht, das wäre vielleicht auch was für dich. Ja, also ich meine, der hat ja, war auch schon immer, wenn du da mal Bock hast, so Wochenende wie hier in der Gegend bist oder so, dann gehen wir mal durch. Ja, also weil halt auch in diesen Bereich halt hineingehen, diese Gespräche, ne? Achso, der, mit dem du gesprochen hast, das ist nicht nur eine WG, sondern das war auch ein Schwuler oder ein bisexueller Mann. Ja. Ja, also Kai, ich glaube ja nie daran, dass eine Beziehung eine Zukunft hat, wenn solche Voraussetzungen vorzufinden sind, wie du sie bei dir und bei euch geschildert hast. Ich glaube, wenn das so hart das auch ist, wenn man das jetzt so klar ausspricht, ich glaube auch, dass die Perspektive sein wird, dass du aus der Beziehung, aus der Ehe rausgehst. Versuchst natürlich so gut wie möglich einen sehr engen und freundschaftlichen Kontakt zu deiner Frau zu halten, wegen des Kindes schon. Mhm. Und dass du deinen Weg gehst, den du gehen möchtest und wohin dein Herz schlägt. Ich meine, da ist halt das Problem, weil meine Frau, die ist wirklich sowas von, so eine Liebe habe ich schon nie, auch nicht beim Filmen gar nicht, sowas von, die ist nicht nur verliebt in mich, die könnte mit ihr machen, was sie wollte, die wollte auch aus sexueller Hinsicht. Da hat sie klare Grenzen. Umso trauriger ist es, wenn man sich das dann vorstellt, ne? Oder ihr das auch anzutun. Genau. Die Alternative wäre ja, dass man, das wird ja wahrscheinlich immer mehr zunehmen bei dir, diese Sehnsucht nach der anderen Welt. Ich befürchte es. Ja. Dass du sie permanent belügen würdest oder dass du irgendwann doch fremd gehst. Wäre es denn für dich vorstellbar, dass du zumindest mit ihr mal drüber sprichst, dass du auch diese Bedürfnisse hast? Was wäre dann, wie würde sie darauf reagieren? Also die ist in sexueller Hinsicht ist ja so, dass Selbstbefriedigung für sie fremdgehen ist. Und ihr Ex-Mann ist hier fremdgegangen und daraufhin hat sie die Ehe beendet. Das heißt, für die würde eine Welt zusammenbrechen, wenn du das sagen würdest? Genau. Das ist harmlos ausgedrückt. Das heißt, ist das auch alles nicht so leicht gesagt, von wegen, wir können Freunde bleiben, wenn ihr euch trennen würdet, weil die würde wahrscheinlich erstmal völlig ausrasten, ne? Genau. Und da ist halt wieder die Sache, ich meine, unser Ziel, das sieht natürlich trotzdem, ne? Das hätte dann mit der Neigung sicher nichts mehr zu tun. Also ich frage dich jetzt nochmal, bevor wir da so ganz konkret drüber reden, du liebst sie höchstens noch im platonischen Sinne, also wie eine gute Freundin. Nein, ich liebe sie. Manchmal, wenn man gewisse Sachen wie du und Liebe definieren, ich liebe sie, ganz klar. Wenn man eine sexuelle Basis ganz weglässt. Sie macht alles. So meinte ich ja. Umgekehrt genauso und so was, ne? Nur rein sexueller Basis. Ich muss ganz ehrlich sagen, sollte mein Freund, den ich damals hatte, wenn ich heute über wie ich laufen wäre, dann könnte ich nicht garantieren, dass ich dann zurück zu meiner Frau gehen würde. Also was ich in eurem Fall wichtig fände, also vor allen Dingen, weil da ein Kind ist und es soll ja gewährleistet sein, dass die Eltern in einem guten Kontakt sind, was auch immer passiert, dass ihr beiden zusammen zu einer Eheberatungsstelle geht und dass in Anwesenheit eines Fachmannes angefangen wird, über dieses Thema zu sprechen. Entschuldige. Dass da jemand bei ist, der das so ein bisschen auffängt, der ihr auch hilft, damit umzugehen, damit ihr beiden euch nicht völlig in die Haare kriegt und dass auch für sie nicht so sehr die Welt zusammenbricht. Das wird sie so tun, aber dass da noch jemand bei ist, so wie du mich jetzt als Neutralen anrufst, dass ihr zusammen bei einer neutralen und richtigen fachkundigen Person bei einer Eheberatungsstelle zusammensitzt. Dass du einfach sagst, ich bin nicht so ganz zufrieden, lass uns das doch mal machen und dass du vielleicht auch dann im Rahmen dieser Eheberatung erst damit rausrückst und es ihr vorher gar nicht sagst. Ist,
schwierig, ich weiß, aber ich überlege gerade einen Weg, damit ihr beide nicht so ganz alleine mit der Situation seid, weißt du? Mhm. Wenn du es aussprichst, wenn du dich dazu entscheiden solltest. Ich würde dir gerne noch zumindest noch ein paar Adressen geben, ein paar Telefonnummern, wenn du möchtest, von meinem Psychologen, damit du das dann für dich entscheiden kannst. Ja, okay. Ja? Mhm. Lieber Kai, alles Gute von Herzen. Jo, danke. Tschüss. Und wir rufen dich gleich nochmal an, ne? Jo. Okay, tschüss. Ciao. 0800 220 5050, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Und unser Thema morgen heißt plötzlicher Tod. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die das haben in ihrem Umfeld erfahren müssen, durch Unfall, durch Krankheit oder vielleicht auch eine, ich sag mal, überraschend positive Erfahrung damit gemacht haben, nämlich, dass sie durch den plötzlichen Tod eines vielleicht gar nicht nahen Verwandten reich geworden sind, eine riesen Erbschaft bekommen haben. Das kann ja auch eine Folge von plötzlichem Tod sein. Das ist unser Thema morgen. Michaela, 31 Jahre alt. Hallo Michaela. Ja, hi Domian. Ich grüße dich. Was ist dein Thema? Das ist ja sehr schön. Mein Thema ist, ich bin seit 2000 erkrankt. Mhm. An was? Agoraphobie. Das ist, erklärst du es uns? Agoraphobie ist das griechische Wort für Marktplatz. Also es gibt so viele unterschiedliche Krankheitsbilder, aber das ist eigentlich so die Überschrift. Mhm. Also ich bin damals Karussell gefahren auf dem Hamburger Dom und danach ging gar nichts mehr. Ja. Da lag ich 2 Jahre so gut wie im Bett, konnte nicht mehr raus. Nach dem Karussellfahren lagst du 2 Jahre im Bett? Mhm. Weil? Weil mir so schlecht war. Mhm. Mir ging es schlecht. Aber nicht, weil dir von dem Karussellfahren schlecht war? Ja, gefahren. Doch. Doch, doch. Weil dir von dem Karussellfahren so schlecht geworden war? Ja. Lagst du 2 Jahre im Bett? Ja. Mhm. Ach. Und ich konnte nichts mehr. Also ich konnte nicht mehr den Müll runterbringen, nicht mehr einkaufen gehen, nicht mehr zum Elternabend. Also erkläre die Krankheit in ihrem Krankheitsbild. Was macht die Krankheit aus? Also in dem ersten Jahr war es so, dass ich praktisch im Bett gelegen habe und nicht mehr hochkam, weil ich das Gefühl hatte, ich hatte irgendwie eine Magenverstimmung. Mhm. Und ein Gefühl der starken Übelkeit. Die aber 24 Stunden am Tag, ohne Pause. Was ja ein Grauen ist, ne? Wenn man sich das vorstellt, dass einem permanent ganz schlecht ist. Ja, genau. Mhm. Und man hatte immer das Gefühl, also man hatte immer den Eimer im Bett und hatte immer das Gefühl, besser nicht aufstehen, besser nicht rausgehen. Ja. Ja, und das eben über Monate. Aber verrückt, das muss man sich immer, der Auslöser ist ein Kirmesbesuch, ein Karussellfahrt. Ja. Und dann 2 Jahre quasi im Bett zu liegen. Genau. Wie ist es heute? Heute muss ich nicht mehr, ich liege zwar gerade im Bett, aber heute muss ich eigentlich nicht mehr im Bett liegen. Aber ich kann trotzdem, sage ich jetzt mal, am normalen Leben, so wie andere Leute, nicht teilnehmen. Das geht nicht. Also ich kann zum Beispiel, aus dieser Angstattacke oder Angststörung, die sich daraus entwickelt hat, kommt dann irgendwann diese Angst vor der Angst, dass man natürlich immer schon damit rechnet, dass irgendwas kommt. Ja. Und daraufhin kam dann eben eine Essstörung zustande, die sich das jetzt mit sich zog, dass ich eben... Aber diese Grundübelkeit, die ist weg. Ja, in bestimmten Sachen, in Situationen, in Stresssituationen, wenn ich irgendwas soll, sobald ich irgendwie eingekeilt bin oder ich muss irgendwas machen oder ich muss irgendwo hin, ich muss an einem Seminar teilnehmen oder muss abends zum Elternabend oder muss da hin und kann da auch irgendwie nicht weg, dann ist das wieder da. Ja. Und dann ist es auch extrem. Ja. Und jetzt hat sich das kombiniert auch noch mit einer Essstörung. Ja, genau. Mhm. Die wie aussieht? Ja, dass man eben, dass ich also die ersten beiden Jahre so gut wie gar nichts gegessen habe, außer alle 2-3 Tage mal einen Apfel oder so. Ja. Das hat sich dann schon gesteigert, aber wenn ich weiß, dass ich zum Beispiel weggehe und ich habe eine Einladung vielleicht auf einen Samstagabend oder so, dann esse ich den ganzen Tag nichts. Mhm. Also ich frühstücke nicht, das ist natürlich auch sehr anstrengend. Also wenn man das morgens um 8 aufsteht und das schon weiß. Aber na hallo, aber wie anstrengend sind das? Sind das 18 Stunden irgendwie, bis man vielleicht mal weggeht oder mal tanzen geht oder irgendwas? Du bist 31 Jahre alt. Was hast du vorher, bevor du diese Krankheit bekommen hast, beruflich gemacht? Ich war Friseurin und in der Zeit, als ich das bekommen habe, war ich aber zu Hause und habe meine Tochter versorgt. Und kannst du jetzt wieder deinem Beruf nachgehen? Nein. Das nicht. Du bist eigentlich sehr viel zu Hause. Ja. Mhm. Ja, aber die Hausarbeit und die Tochterversorgung und so, das geht. Ja, also ich bin seit 2 Jahren, ich bin umgezogen. Du bist alleinerziehende Mutter? Ich
bin alleinerziehende Mutter, genau. Mhm. Bin umgezogen. Man sagt wohl auch, dass es was mit dem Ortswechsel zu tun hatte. Also ich hatte damals einen Freund, einen Stalker, sagte ja sicherlich was. Also jemand, der dir immer nachgestellt hat, der dich sehr belästigt hat. Mhm. Wegen dem bin ich dann an die Ostsee geflüchtet. Mhm. Und da ging das Ganze auch los. Man macht vielleicht auch glauben, dass es vielleicht damit was zu tun hat, dass es mir da so schlecht ging. Ich weiß es nicht. Ja. Und jetzt bin ich eben wieder in die Stadt zurückgezogen, wo mich hier fühle mich hier ganz wohl und denke, es hat wirklich auch damit was zu tun. Das ist wirklich eine seelische Komponente und eben auch eine Kopfsache. So, das ist ja nun nicht irgendeine Larifari-Erkrankung oder eine Kleinigkeit, sondern es hat ja einen richtig schwerwiegenden Einschnitt in dein Leben bedeutet. Naja. Wie hast du dich, warst du in psychologisch, psychiatrischer Behandlung? Warst du in einer Klinik? Ja, ich habe es versucht. Also erstmal war ich bei verschiedenen Ärzten, ich war einfach im Krankenhaus, die haben mich von vorne bis hinten durchgeleuchtet, die haben alle gesagt, Sie haben nichts, gehen Sie nach Hause. Mhm. Ich habe eine Magenspiegelung machen lassen, also alles, was man sich vorstellen kann. Mhm. Keiner wusste irgendwas. Dann habe ich durch Zufall ein Buch in die Hand gekriegt, wo genau das drin stand, was ich habe. Ja. Und daraufhin habe ich mich dann selber schlau gemacht. Also ja. Es hat mir bis heute eigentlich kein Arzt geholfen, ich habe das alles mir irgendwie selber zusammengesammelt. Also du sagst den Namen der Krankheit nochmal? Agoraphobie. Ja. Und da, mit dieser Diagnose, mit dieser Selbstdiagnose, mit der Vermutung, dass es das ist, bist du nicht zu einem Psychiater oder zu einem Psychologen gegangen? Nein. Warum nicht? Erstmal ging es mir so schlecht, dass ich gar nicht zum Arzt konnte. Also das war nur unter höchster Anstrengung zu machen. Ja. Zumal ich auch auf einem Dorf gewohnt habe, wo ich immer hätte noch ins Auto steigen müssen zu irgendwem. Aber was jetzt? Für mich die Hölle gewesen wäre. Aber jetzt könntest du es ja machen. Ja, habe ich auch. Ach, jetzt hast du es gemacht. Ja, achso. Jetzt habe ich das. Also ich bin durch dieses Buch, bin ich dann ein Stück weitergekommen, weil ich erstmal wusste, man denkt nach 2 Jahren auch, man ist bescheuert. Mhm. Also ja, alle Leute sagen, einem stelle ich nicht so an, dass ich nicht so wild. Ja, wenn alle Ärzte auch sagen, sie haben nichts, ne? Und dann muss man schon sehr, sehr selbstbewusst sein und sagen, aber natürlich habe ich was, ne? Ja. Und die Freunde, Bekannte, Familie, alle drumherum, ja, wenn die dir sagen, du hast nichts, dann hast du auch nichts. Aber interessant ist ja auch wieder, dass kein Arzt, offensichtlich bist du von vielen da untersucht worden, keiner mal auf die Idee gekommen ist, es könnte vielleicht etwas Seelisches sein und gehen Sie mal vielleicht doch zu einem Fachkollegen aus der Psychiatrie oder irgend sowas. Ja, und ich bin auch total enttäuscht. Also ich bin völlig enttäuscht, dass mir kein Arzt sowas gesagt hat, weil dann hätte ich das Problem vielleicht jetzt schon nicht mehr. Oder sag mal, je eher man an diese Sachen ja rangeht, natürlich, psychologisch, natürlich, desto besser ist es ja. So, und bist du im Moment in einer psychologischen Behandlung? Nee, bin ich nicht. Also ich wohne in Hamburg und da ist es ganz, ganz schlecht. Mir wird hier seit Jahren gesagt, 2 Jahre Wartezeit, hier ist nichts zu machen, wir nehmen sie nicht auf. Wenn einer das vielleicht mal macht, ich war bei ein paar Vorgesprächen, dann heißt das, nee, wir müssen hier so eine große Akte schreiben und das an die Krankenkasse. Nein, das bezahlt uns hier keiner mehr, das machen wir nicht. Wir machen nur noch einfache Fälle. Und, das klingt aber auch nicht sehr ermutigend, ne? Nee, also ich hatte zwischendurch eine Zeitungsanzeige geschrieben, die eine Reportage machen wollten in der Zeitung. Mhm. Darüber habe ich auch bekommen, eine Doppelseite groß mit Bildern und irgendwie so. Ja. Und daraufhin hat sich dann ein Arzt gemeldet aus Stuttgart, ein Privatarzt, der das nur sowas behandelt. Ja. Der hat dann mir aber auch eine Absage, es wäre erstmal super teuer gewesen, ich hätte da 2.000 Euro lassen müssen. Ja. Und der hat mir dann abgesagt, weil ihm irgendwelche Zeilen in der Reportage von dieser, Hast du dich ja mal erkundigt, ob es so Selbsthilfegruppen gibt? Das hat die dann für mich gemacht, sehr nett. Eine Redakteurin der Zeitung hat für mich rumgefragt, es gibt in Berlin einen eingetragenen Verein extra dafür. Und über die habe ich dann hier im Krankenhaus eine Angstambulanz bekommen. Ja. Also wie gesagt, alles nicht über Ärzte, alles über Außenstehende. Ja, aber was aussteht, ist jetzt eine richtig ordentliche langfristige Behandlung und eine Therapie. Das steht noch aus. Es steht jetzt aus, dass ich morgen jetzt endlich nach fast 5 Jahren so weit bin, dass ich morgen früh um 11 einen Termin habe in einer psychosomatischen Klinik. Ja, das klingt doch schon mal gut. Frag mich. Ja doch, natürlich. Das musst du, da musst du jetzt auch mit einer Offenheit hingehen, ne? Ja, ja. Immerhin nach 5 Jahren endlich einen Termin zu bekommen, nach knapp 5 Jahren. Ja. Das ist ja schon mal was. Und ich habe da jetzt 5 Monate drum gekämpft und gewartet, dass die sich mal melden. So, dann wünsche ich für diesen Start morgen, für was diese Behandlung anbelangt, wirklich alles Gute und drücke die Daumen. Ich hoffe, das geht 2 Monate oder so. Ja, das glaube ich, das muss man dann auch so machen. Darüber hinaus, wenn uns noch jemand mailen will zu deinem Fall und vielleicht auch noch eine Idee hat, reichen wir das gerne an dich weiter. Gerne. Ja? Gerne. Aber ich würde trotzdem auch vielleicht gerne nochmal mit eurer Psychologin sprechen. Ja, sehr gerne, mit meinem Psychologen, das ist der Peter. Ob sie da in Hamburg noch irgendwelche Anlaufadressen Da legst du auf und der Peter ruft dich gleich an. Ja, alles klar. Alles Gute, tschüss. Tschüss.
In der Technik heute Abend Uwe Petersen und morgen heißt unser Thema plötzlicher Tod. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und ihr könnt auch jetzt schon zu dem Thema, wenn ihr gerne euch äußern wollt, mailen. Gute Nacht, tschüss. 2 Uhr vom Hessischen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Frankfurt am Main. Im Tarifstreit bei den deutschen Fluglotsen zeichnet sich auch weiter keine Einigung ab.